Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ein Post-Frühstücks-Unboxing steht an. Ich habe mich heute Morgen schön auf den Balkon gesetzt, bei dem herrlichen Wetter. Und wollte schön gemütlich frühstücken. Und ein paar Minuten später klingelte es schon an der Tür. Und der DHL-Mann war da und brachte mir nicht ein Paket, so wie eigentlich gedacht. Das ist das kleine Weiße vom lieben Miro, sondern auch das große von der Firma Böker. Mit der Firma Böker habe ich vorgestern ein recht scharfes Telefonat führen müssen, wegen dieser ganzen Geschichte mit diesem Jubiläumsmesser. Und habe dann gefragt, wie das aussieht mit der Ersatzlieferung. Und dann hieß es, ja, nee, ihre Retoure, die ist ja vorgestern angekommen und die werden wir jetzt hier erstmal intern bearbeiten und dann müssen sie eine Gutschrift bekommen und wenn dann die Gutschrift da ist, dann leiten wir das Ganze weiter an unseren Vertrieb und dann werden wir ihre Ersatzlieferung machen. Da musste ich die junge Dame erstmal so ein bisschen in den Senkel stellen, tat mir auch ein bisschen leid für sie, aber ich war da so wütend drüber. Man, da wartet man knappe 4 Monate auf die Lieferung und dann wird auch noch ein Messer geliefert, was man eigentlich so gar nicht haben wollte, weil das nicht der Abbildung entsprach. Und dann zeichnete sich eben ab, dass die Ersatzlieferung bestimmt noch eine Woche oder noch länger dauern wird, bis sie das da bei Böker intern geregelt haben. Ich weiß es nicht, ob das nur an meinem Rant lag, dass ich die arme Dame da so ein bisschen in den Senkel gestellt habe. Aber auf alle Fälle bekam ich dann schon am nächsten Tag die Bestätigung, dass das Messer an DHL übergeben worden ist. DHL hat sich dann kurze Zeit später auch gemeldet und meinte, dass die Zustellung am Montag erfolgen wird. Und siehe da, jetzt ist es doch schon heute gekommen. So, aber bevor ich ans Auspacken gehe, wollte ich euch noch was anderes zeigen. Ich werde das Auspackvideo nämlich mit meinem neuen Tischstativ drehen. Das ist hier von der Firma Velbon aus der EX-Serie, das EX Mini. Ein kleines Tischstativ. Hier sieht man das mal im Größenvergleich. Das ist mein bisheriger Gorillapod. Wirklich klein. Ich glaube so 18 cm hoch. Und jetzt hier das entsprechende Tischstativ. Lässt sich noch ausziehen. Hier unten die Beine lassen sich noch ein bisschen verlängern. Hier oben ist noch ein Teleskop drin. Das lässt sich auch noch ein bisschen ausziehen. Und dann kann man das eben hier mit diesem Handding schwenken und drehen. Das Einzige, was fehlt, ist eine Wasserwaage. Also so hundertprozentig genau ausrichten kann man das nicht. Aber ich glaube, für die Videos, die ich mache, da reicht das, wenn man sich hier nochmal den Gorillapod ansieht, wie schief der manchmal so stand. Und trotzdem waren die Videos einigermaßen gerade. Ja, das baue ich jetzt mal eben auf und dann geht es endlich an die Kartons. Achso, eins habe ich noch vergessen. Zusätzlich wird noch diese schöne Tasche hier mitgeliefert, dass man das Stativ auch transportieren kann, wenn es sein muss. So, jetzt geht es mit dem eigentlichen Unboxing los. Zunächst mal das Paket von Miro. Ich glaube, da wissen alle schon, was da drin sein wird. Ich habe extra mal ein anderes kleines Messer genommen, mein Kaba, das ich vor ein paar Tagen bekommen habe. Hier die schöne Tasche, die Miro gleich mitbestellt hat. Sieht auf den ersten Blick schon mal sehr wertig aus. Diesen Camo-Druck
und den Markennamen. Und zum Vorschein kommt die Verpackung von Kaiser Knives, dieser schwarze Karton mit der Bezeichnung KI 330 7A2 oder 3307A2. Mal einen Blick ins Innere der Tasche, also würde man sagen, zwei kleine Taschenmesser und ein etwas größeres oder ein Multitool würde man hier locker reinbekommen. Und da ist jetzt das gute Stück. Das ist ein bisschen kleiner, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Die bonbonfarbene Hitzeanodisierung, der blaue Backspacer, der Stahlclip. Die Klinge lässt sich mit einer Hand öffnen. Und auf der Klinge ist der Blade Show Aufkleber, die Stahlsorte und die Nummer zu sehen. Und meins ist die Nummer 69. Hat Miro mich extra gefragt und ich habe ihm gesagt, 69 nehme ich. Das macht Spaß. Sagte Miro, der Backlock lässt die Klinge beim Lösen nicht sofort runterfallen. Ist also ein bisschen fester als die anderen. Aber dafür ist alles hundertprozentig verarbeitet, wie ich das jetzt so sehe hier. Ja, da freue ich mich. Vielen Dank nochmal an Miro für diese tolle Aktion. Aber jetzt mal zur Firma Böker. Dazu habe ich mir meinen Urban Trapper von Böker Plus rausgesucht, weil das, was hier drin sein sollte, ist nämlich die etwas traditionellere Ausführung von diesem modernen Trapper-Design. Ich lese hier gerade auf der Rechnung, dass sie mir etwas mitgeschickt haben als kleine Gratisentschädigung für den Ärger, den ich jetzt gehabt habe. Ja, das ist doch zumindest mal eine schöne persönliche Geste. Und was habe ich bekommen? Eine Böker-Kappe. Schwarz wie die Nacht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, jetzt bin ich zwar nicht so der Kappenträger, aber macht sich doch schon mal ganz gut. Danke dafür, Böker. Und da ich das Paket jetzt geschickterweise von der Rückseite geöffnet habe, liegt das eigentliche Teil oben auf. So, das ist der typische Böker-Karton mit der Registrierungskarte, Garantiekarte, dem Böker-Sack und dem eigentlichen Messer, dem Trapper One mit
Elfenbein-Mikata-Beschalung. Und auf dem ersten Blick sieht das sehr gut aus. Klinge steht gut. Hier auf der Rückseite ist ein kleiner Kratzer am mittleren Pin. Das kann man schlecht erkennen jetzt auf dem Video. War wirklich nur ein ganz minimaler Kratzer. Die Plakette mit dem Böker Baum Solingen. Die Rückenfeder ist übrigens sehr, sehr stark. Die Klinge lässt sich nur mit ganz viel Kraft aufmachen. Auf der Klinge nochmal wieder das, was auch auf dem Ricasso steht. Böker Manufaktur, 440C Stahl, Germany, Solingen. Und hier sind die Messingplatinen zu sehen, auf die die Mikata-Schalen aufgenietet sind. Hier mit den drei Nieten, sauber abgeschliffen. Man spürt die Nieten kaum. Das Urban daneben. Also das Urban ist noch ein Tick größer und die Klinge ist noch ein bisschen länger. Vom Gewicht her schätze ich jetzt mal, ist das Trapper One ein bisschen schwerer. Ich meine, das ist ja hier auch Titan mit den Bohrungen und so. Das sollte klar sein. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.